Jo, willkommen zurück, Leute. Willkommen zurück. Zu Borderlands Part, keine Ahnung. 34 müsste das sein. Part 34. Wir haben ja mal eine Mission ab, die wir auch in Part 33 hätten machen können. 36. Im letzten Part eigentlich alles vergessen, was wir gemacht haben. Ja. Es gab mal einen Tag her oder zwei Tage. Nein, vergiss nicht, Part 33 war glaube ich der Part, wo wir einen DLC abgebrochen haben. Ebenfalls sind wir gerade im T-Bone Dungeon unterwegs. Richtig, am besten DLC ever. Jo. Also, nicht unbedingt so beste, aber halt, ja, ein sehr gutes DLC. Ja, das DLC, was ich mir gerade angucke auf dem Spoiler, die Marke, das haben wir einfach mal abgebrochen, weil es nicht so blöde war. Ja. So. Ist auch nicht wichtig, das Thema hatten wir ja vorhin schon ein paar Parts vorher gehabt. Richtig. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren wieder. Einfach nur ein Ring des Gemetzels. Übertrieben großes. Ja. Und nerviges. Achso, ja, übrigens habe ich. Übrigens freu dich schon mal, was ich jetzt auch im Part erwähnen werde. Ich weiß nicht, ob ich davon noch ein extra Video machen werde. Und zwar, wie man Abstürze. Und jetzt kommt es, haltet euch fest, in welchem Spiel? In Borderlands 1 für immer. Soweit wie ich es gelesen habe. Beenden kann. Das sagst du mir, bevor wir ein Let's Play machen. Ja, bisher hat es ja mal geklappt. Bei mir nicht. Ja, ich meine ja jetzt nicht so krass. Nein, und das Schöne ist, für alle die, die die Version so mögen, wie sie bei uns jetzt ist als Beispiel, auf Deutsch, verabschiedet euch schon mal. Denn laut Steam Guide und einigen anderen, die es wohl bestätigt haben, stürzt das Spiel ab, wenn es auf Deutsch ist. Aber wenn du es umänderst auf Englisch, also englische Synchro, dann hast du es nicht mehr. Dann stürzt das Spiel nicht mehr ab. Oder du fährst gegen die Wand. Also, ich würde es gerne mal auf Englisch probieren. Aber du musst es nicht in Englisch probieren auf in den Dateien, also so wie manche andere Spiele so, ja, wenn irgendwas passiert, stell Sprache auf Englisch in den Dateien, in die Dateien und so. Nein, du musst es in Steam ändern, bei den Eigenschaften, soweit ich das gelesen habe. Hm. Darauf bin ich gestern mal gestoßen. Ich hatte eigentlich was anderes gesucht halt. Oh, da, okay. Du mal im Auto. Richtig schon. Aber ja, ich weiß nicht. Vielleicht könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob es bei euch auch schon mal so war. Oder allgemein, ob ihr es dadurch beheben konntet. Wie gesagt, in den Kommentaren stand drinne, dass es viele glückliche Steam-Nutzer gab, bei denen es geholfen hat. Bei einigen halt wieder nicht. Aber ja. Okay. Schieß mal kurz auf die, ich ändere mal kurz die Mission. Oh. Wo müssen wir das andere machen? Wow! Wir sind vorbeigefahren, anstatt wir erst das eine Codeknacker machen. Ne, nicht Codeknacker. Die Mission, die ich eben hatte, mit diesen Kyrus und sonst irgendwas töten und dann Codeknacker und dann die jetzige Mission. Nein, ich mache die letzte Mission auf der ganzen Map als erstes. Ich will dazu sagen, wenn es tatsächlich klappen sollte und auch in den Kommentaren was zu finden sein sollte, wäre ich auch dafür, wenn ihr auch kein Problem habt, das Spiel auch auf Englisch zu spielen. Mein Englisch kann wahrscheinlich mit alle Gamer. Na, ich würde vielleicht sagen, auch wenn es jetzt noch ein bisschen hin ist, den ersten Spielverlauf versuchen noch auf Deutsch. Genau, weil es sind nicht mehr so viele Missionen, aber wenn wir dann den zweiten Spielverlauf machen, ja. Oh. Unsichtbare Wand rettet uns. Ich steig aus. Oh shit! Mate! Weg hier! Auf Weg! Alter! Mein Herz war ziemlich weit unten. Ja.
Oh, wo bin ich jetzt gelandet hier? Oh shit, what up? It's that boy. Was ist denn hier? Ich kann die Kamera nicht umdrehen, das heißt, ich müsste wegboxen, dann fliegt mir die Kamera in der Luft, pass mal auf. Warte, nein, mach nicht. Kriegst du nicht umgedreht. Du musst echt wegboxen. Easy. So, sind wir jetzt schon wieder weitergefahren? Alter, wir haben gerade echt Schwein gehabt, ne? In doppelseitigen Sinne. Weißt du was? Wir sind jetzt schon wieder zu weit gefahren. Weißt du? Boah, Alter. Du, ich fahr die Krücke nicht. Ich auch nicht. Nein, das ist auch selber. Autopilot. Ja, ich achte nicht unten auf diese scheiß Balken mit den Minipunkten. Naja. Oh, an dem fahren wir jetzt nicht vorbei hier. Eine Karte wäre praktisch, ne? Die ich in Borderlands 2 mehr genutzt habe als gewisse andere Personen. Oh, the fuck, ja, ich lass mich hier drin. So ist er. Wo gibt mir die ganzen Kerne wieder? Kerne. Ah, fuck. So. What the fuck? Ach, die Romane. Können wir mal nicht so qualvoll sterben? Nee. Oh, steckt uns ja in dem Blut im Hals, ey. Alter. Krieg von dem. Nicht gestorben, neue Stärke. Tot dem. Okay, das hilft. Okay. Schild. Nein! Die Assassinen sind da. C4 care. Du bist ein Arsch, gehört mir. Wo bin ich denn? Alter! Du blöde Schlampe, ey. Nein! So. Hast du die Haupttussi getötet? Ja. Die Haupttussi war es nicht. Ich glaube, da Lance ist ein Assassin gewesen. Weggeschnallt, Alter. Ja, da ist Minerva. Hab ich die schon ab? Nein. Oh, was denn? So, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Ja, das manchmal schon. Ja, immer schon. Ja, doch, beim letzten Mal hatten wir sie, glaube ich. Hm. Ich glaube, die spawnen wieder. Aber wenn sie wieder spawnen, dann haben wir Glück. Vielleicht kommen wir dann, müssen wir dann nochmal zurück zu den anderen. Ja, eben. Vielleicht haben wir das Glück und kriegen da die anderen restlichen Weiber wieder. Richtig. Collect all the women. Collect all the chicks, Alter. Ist ja wie Weihnachten. Ist ja wie Weihnachten. Gab sie dir? Ja. Ach, ja. Wunderschönes Spiel. Jo. Ich hab meinen Spaß. Ich auch. So, da das danach kommt, Codeknacker als erstes. So, hier, gesucht und wir müssen Ceresias und Helikons Trupp noch. Das war schon 20 gerade, gewesen. Also ich hab meinen Spaß. Das ist immer so ein schöner Spruch von dem Macho, der gerade eine Frau geklärt hat, der obwohl total scheiße war. Also ich hab meinen Spaß gehabt, Alter. Nichts eh da. Ah, ein gute Pilz, Junge. Der gute Guthaus Pilsner von Netto, Alter. Mm. Mhm.
komplett neue Sternburg, Alter. Achso, Informationen waren ja unten. Mhm. Da. Richtig. Ich hol dich auf der anderen Seite ab. Hätte ich auch ein paar Soldaten klatschen können, ein paar Kerzen sammeln. Ach. Übertreib mal nicht gleich. Ich bin der gute alte Chauffeur hier, ja, also. Du lieber Gott, was war denn das? Hast du das aufgenommen? Mann, das ist echt gemein, du bist echt gemein, Derek. Warte. Jetzt kriegst du nichts von meinem Eis ab. Es ist Tratsch. Ich weiß. Ich brauche aber den heutigen Zugangscode. Derek, heute warst du für den Code zuständig. Ich bin auf persönlichem Eiscreme-Urlaub. Paragraph 3-5-31 der Dienstvorschrift besagt ganz klar... Wo ist denn der Code dann? Du hattest ihn. Ich hab's doch gesehen. Oh Mann. Oh nein, das ist nicht gut. Verdammt. Ich hab's vermasselt. Was ist denn, Derek? Ich hab blau gemacht, um mir das World's Largest Bullet anzusehen. Ich glaube, ich hab ihn dort verloren. Du hast den Zugangscode verschlammt? Kugel. Was unser aller Leben gefährden könnte? Beim World's Largest Bullet? Ja, so in etwa. Ach, ich hab meine Eiscreme. Wie ist deine Geschichte? Jetzt ist die Frage, ob wir das machen, weil das mit dem Code finden ist schon die letzte, vorletzte Mission, würde ich mal sagen. Hm. Weil danach kommt nämlich schon mit, ja, gewisser... Naja, I see. Ich bin's wieder. Ich habe vom Admiral eine Geburtstagskarte gekriegt. Da ist ein Drache drauf und er sagt, Feuer und Flamme für meinen Freund. Und mit einem Feuerstoß zündet er die Kerzen auf einer Torte an. Eigentlich ist das Unsinn. Es ist, als würde man den Rasen mit einer Atombombe mähen und ich habe auch gar nicht Geburtstag. Ich muss dich killen, damit ich hier weg kann. Oder du bringst dich selbst um und ersparst mir die Mühe. Was meinst du? Also irgendwie sind wir sympathisch, ne? Muss ich irgendwie zugeben, irgendwie sind wir sympathisch, Leute, Nox. Was zur Hölle, was schießt mich da? Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, wo ist denn der alte Typhoon? Ist er hier da? Ja, okay. Warte, was mehr? Dieses scheiß Jetpack euch. Oh. Alter, das hat seine Schädel weg, ey. Boah, Alter, ich hab mir auf den Sack, der scheiß Verteidiger, ey. Kannst mal das essen, Gehirn, wenn du willst. Alter! Was macht ihr für einen Schaden? Ne, also mein Alter hat 98 Schaden gemacht. Mein jetziger macht 118 Schaden und jetzt halte ich fest, 17,6 Feuerrate. Kannst gern mal, komm vorbei, wir sind zwei offen, die vielleicht interessant sein für dich. Beide sind hier, also die grünen, also die andere habe ich mir schon genommen, das ist meine. Das sieht halt aus. Double Thumper. Okay, meine ist ein bisschen stärker.
genommen habe ich die hier gedroppt. Zeig sie mal ganz kurz. Die hier. Das ist großartig. Oh, die behalte ich. Ich glaube nicht mehr an die oder Waffe. Die habe ich gedroppt. Jeder? Die behalte ich. Die Feuerrate, Alter. Vor allen Dingen 17,6 Feuerrate, Leute. Und dann plus 53% Feuerrate. Ja. Ey, what the fuck, Alter. Also schießt sie aber auch, ey. Alter. Ja. Hat er neue Mission an? Das war mal ein Glücksgriff. Also, das war worth it, Alter. So, was hat denn der hier? Wo müssen wir da hin? Achso, andere Richtung. Ah, fick dich das Knie, Alter. Ne, dann das nicht, dann machen wir das hier. So, wo müssen wir da hin? Dann müssen wir auch weiter nach hinten. Gut, okay, dann gehen wir da hin. Alter, könntet ihr mal euren scheiß Propeller-Scheiß-Kacke... Boah, echt mal, wa? Alter. Steige ein. Boah. Nee, also, das ist natürlich weniger. Mich hat ja dieses scheiß Jetpack-Geräusch, ey. Meine ich ja. Jetzt mal so ein... Das geht jetzt halt, Alter. Boah. So ein Düsenjet direkt ans Hirnsod, Alter. Boah. Mm. Können die nicht, bevor sie sterben, wenn sie den Jetpack ausmachen? Alter, ich muss auch Strom sparen. Sprit sparen. In der Luft noch, klick, ausgemacht. So wie es sein sollte. Jetzt den Spieler gar nicht nerven können, ey. So. Aber gerade keine Kamera an oder so. Aber hier hab ich keine Kamera, direkt einfach mal ein Stößchen, ne? Und nirgendwo. Stößchen auf die. Auf dem Monitor, Alter. Und durch. So, hier ist das. Hier ist das Markierzeichen. Achso, das sind. Ah. Der Cheetah. Und das hier. Ich mach. 1 von 10 gewonnen. Ja, ich hoffe, wir sind durchspielen. Ja, so Leute, das war's dann mit unserem Let's Play. Wow! Oh, eine Mine. Oh, eine Mine. Was machst du gerade? Keine Ahnung, ich suche Banditen. Hinter uns waren welche. Gar nicht warm. Hinter uns sind gerade welche. Mann, gar nicht mal hör auf zu lügen. Schießt er nicht immer bald? Bestimmt. Toll, wegen dir bin ich jetzt hier gegen die Wand gefahren. Weil oben ein Buddy drum fährt. Ja, hallo. Hi. Achso, da hinten ist Ding, das Gebiet, okay. Ach, wollte mal eine Auskundschaft. Das war mit Absicht. Punktlandung. Leute, schreibt in die Kommentare, wie viele Punkte von 10. Da war einer. Ja. Boah. Ich versuche jetzt ab sofort immer noch das dann. Total aggressives Fahrverhalten hier, ey. Du weißt schon, dass du gerade meinen Kopf hier aufschlägst, wenn du auf dem Dach liegst. Ich glaube, die Kanone ist noch ein bisschen höher. Die schützt dich schon. Können wir uns nicht mit dem Fädel gerade, Junge. Also Leute, ihr wisst auf jeden Fall, wenn ihr hier reinkommt in das Gebiet und Blutspuren seht, ihr wisst, wo ihr lang müsstet. Genau. Da sind die Banditen, da aufgeschlagen. Oder hinten war irgendwas. Das ist so der Hinweis, wir hätten kein Mikro haben, als hätten wir nur nicht herumkippen. Ah, Bandit! Wisst ihr genau. So ungefähr. Genau. Baby worth it. Oh wow. Brauchen wir eine Rakete neben der Mine und die Mine explodiert. Alles klar. Ist hier drinne. Das ist nicht. Ah, da ist ein Verkaufsautomat. Wow, lol. Ich schieß halt noch runter. Ah, Landstreicher. Alter! Ich würde mal behaupten, diese Mission haben wir noch nie gehabt. What the fuck? Die Mission hatte ich noch nie. Ich auch nicht. Also haben wir sie noch nie entdeckt gehabt. Ey Leute, what the fuck? Man sieht immer wieder was Neues. Oder lernt immer wieder was Neues dazu. What the fuck? Oh, hängt den ab? What the fuck? Jetzt bin so, ich verplext, ab hier ist das Spiel blind. Ja, also das ist jetzt wirklich blind, vor Alter. Vor allem, ich kenne das Spiel auswendig fast schon, ne? Ich habe das schon
Ich hab da über 500 Stunden investiert in diesen scheiß Game damals schon alle, ne? Und jetzt leben wir zuerst mal eine neue Mission hier, einfach mal so just for fun. Schaut im letzten oder vorletzten Part nach, wo geht's denn da unten dann? Aber er kennt's auswendig. Nein. Man kann ja auch mal etwas vergessen. Ja, ich weiß. Ich höre nur Rauschen. Ich weiß, bei manchen ist es öfters. Aber lass uns sonst nicht die Zuschauer fahren. Also Leute, und ganz ehrlich, das was hier hinter ist, ist auch so ein Ring des Gemetzels Gedöns. Und das werden wir auch nicht machen. Geht auch über 5 Runden oder 10 Runden. Jetzt bin ich sogar gerade überfragt. Kein Bock, da gibt's da einen guten Waffenautomat, glaube ich. Oha. Au. Das war geplant. Oh, hallo Mine. Oh, ja. Da guckt ihr mal da an der Mine. Oh, Mine. Voll. Oh, Mine. Oh, eine Mine. Alpha Mine. Das war knapp, ja. Jetzt weiß ich gar nicht, müssen wir oben oder unten hin? Ne, wir müssen nach unten hin. Was soll denn hier unten? Oh, Mine, ich will sie umarmen! Oh! Ja, und dein Feuer. This girl's on fire! Alter, krass. Was ist das? Oh, what the fuck. Was ist das hier? Warum schmeißt die da nicht, Alter? Vielen Dank für meinen Tod. Ich bin gar nicht da. Guck mal, hier kommt doch einer an. Guck mal, hinter dir. Guck mal, hier kommt einer an. Der da. Den hättest du töten können, Mann. Ist blöd. Alter. Guck mal, hinter dir, Alter. Da. Oh, hinter dir, ja. Oh, hallo. Ich hab ihn getötet. Ich meine auch. Okay, muss ich wieder. Seit wann nervt die? Okay, das sind auch neue Gegner teilweise, weil ich hab nie gesehen, dass die da Gebiet schmeißen hier. Fuck. Ich glaube, in diesem Gebiet waren wir generell noch nie gewesen. Das ist krass, Alter. Komplett gleich in die Stelle gerade. Boah, die SMG geht hier ab, Alter. Ja, ich hab keine Munition mehr für meine SMG. Diese Stelle hat mich irgendwie auch wieder in den zweiten Teil, ich will euch zu erzählen. Die ganzen Minen und so. Ich weiß, was ich meine, ja. So, was haben wir hier? Das ist großartig! Bin eh voll. Ich brauche Munition, Mann. Oh, mein SWG schluckt aber auch ordentlich, Alter. Das war eine Granate, Junge. Ja, Mann. Das war nicht die Mine, die waren weit unscharf. Was für eine Mine. Diese ganzen Pumpen, Alter, waren dadurch, und haben noch nie, glaube ich, nur eine einzige Pumpe gesehen, Alter. Ja. Das ist krass, ey. Ich wollte nur, dass keine Musik läuft im Spiel. Ist gerade irgendwie Totenstille. Ja, ist auch ziemlich weit unten die Musik, keine Ahnung. Weißt du, wie gerade Musik bei dem Hintergrund im Spiel? Also bei mir höre ich Musik. Also bei mir jetzt höre ich. Ist gerade Totenstille, wissen warum. Okay. War das hier ein Automat irgendwie? Wäre ja mal schön gewesen, Leute. Hier ist noch ein Automat rechts, das zeigt ein Pfeil nach rechts. Boah, Killer. Ich hab Killer umgebracht. Ja. Ja, mit meinem 0,5er Sniper. Schaden? Boah, ich hab Munition wieder. Dann versuche ich mal hier auch durchzustoßen und zu sterben. Ich hab ein Medikit entdeckt.
Achso, oh nevermind. Wir müssen noch weiter nach hinten. Mach die Pumpe noch weiter nach hinten. Ah da. Super! Damit habe ich nicht gerechnet! Nehm ich gerne. Und ein bisschen mehr Munition für SMG bräuchte ich. Weiß schon. Weiß mehr. Ja, ich gönn mir auch schon Munition für SMG bei Kongamage ab. Ah, die Feuerratte, die ist auch die frisst auch frisst Munition, ne? Das merkt man auch nicht, ey. Ah, die Knarre ist wieder... Ich glaube, es ist wieder so eine Knarre, die wird wieder ein paar Level halten, ey. Ohne Probleme. Ja, die ich momentan habe, wird auch ein paar Level halten. Hat da gerade jemand auf dem Skecker? Ey. Ja. Ich hab mal noch irgendwo, ja. Okay, ich nehm die. What the fuck? Was kannst du haben? Ey, was ist das? Achso, schon wieder. Lol. Ich hab mal noch irgendwo, ja. Oh ja. Hier was Schönes im Chat. Ne, für mich kannst du alles aufheben, was du möchtest. Ich bin so grad voll bis oben hin. Ich will nicht alles aufheben. Ja, harter. Oh ja, SMG-Munition. Oh, ja, ja. So, cool. Oh, ich brauche auf jeden Fall diese Team-Regeneration, glaube ich, so langsam. Ich meine, ich nutze erstmal das mit dem Level. Ich werde das weiterhin nutzen, aber ja. Vor allen Dingen, ganz ehrlich, ohne Witz. Hier ist es ja noch einfach. Ich sag nur Badass Token, zweiter Teil. Mm. Oh, ich hab mein volles Magazin. Oh, jetzt nicht mehr. Okay, dann eben nicht. Ja, was wir damit meinen, werdet ihr auch noch später sehen. Kommt ja noch. Wieder reden wir in jedem Part irgendwie vom Border 2. Ist das jetzt hier vorne oder dahinter? Okay. Ich glaube, es ist hier oben auf der Brücke, kann es sein. Ist da oben vielleicht? Da oben so, ja. Ey, hier. Sicher? Das ist eine Pumpe? Da sieht deiner Pumpe aus, stimmt. Da hinten, um genau zu sein. Was bekommen wir danach? Slack? Oh, Spoiler! Was zur Hölle? Alter, die kriegt unsere Knarre hart, Alter. Wow, was ist das? Wow. Whatever. Was? Boah, Alter, die kann überhaupt irgendwie eine Schwergewichter sein oder so, ey. Nee, ich glaub nicht. Also, die Patrone halten. Wir haben Engorged noch nicht ausprobiert. Warum nicht? Wegen der Nebenwirkungen sollen ein paar messende Beulen Sie davon abhalten, die Frau zu befriedigen, die Sie niemals kriegen werden? Holen Sie sich jetzt Engorged und Ihr Leben wird nicht mehr das alte sein. Ich habe die nötigen Teile beisammen. Die Mission verläuft planmäßig. Der Zünder dürfte fertig sein, wenn ja, wir... Ja, das war dann mal ein Fail. Ja. Ich mach da mal hier die Wasserpumpe an. An der Hirnpumpe. So. Das war eine schöne Mission. Oh, was anderes. Ups. War interessant zu sehen, dass diesen Teil nicht auch noch andere Gena-Typen gab. Bei diesen reitenden Psychos und so. Auf jeden Fall. Oh, ein riesiger Viertelmond. Die andere Hälfte befindet sich gerade im Bau. Den Sitte. Ah,
Alter, fuhr uns ein bisschen hinterher, okay. Alter. Der hat noch was. Der hat richtig, was soll das? Richtig Missionstypi, Alter? What the fuck? Oh, nicht schlecht, Alter. Erste Questreihe. Neu. Auch für uns neu. Ja. Ja, dieser scheiß Cheaterpaar, Alter. Oh. Paar Recke. Robin! So. Wir haben dann unsere Zeit so gesehen erreicht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir die nächsten Questreihen im nächsten Part. Richtig. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal angesagt haben, aber wundert euch nicht, dass wir nächstes Mal nicht hier starten, wo wir jetzt uns ausloggen, sondern in T-Bone Junction. Das liegt daran, dass es hier keine richtigen Save Points gibt. Es gibt nur halt T-Bone Junction und fertig. Das ist halt in den Borderlands-Teilen noch so. In den nachfolgenden haben sie sich mal gedacht, ah, okay, gut, das DLC hat zwei Gebiete mehr. Gut, da machen wir auch noch eine Schnellreisestation hin. Aber an sich ist es so, wie es hier ist, auch nicht schlecht halt. Genau. Also dann Leute, bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. Tschüss.